Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Q-Deals und leider muss ich sagen, es hat sich so ein bisschen was überschnitten. Da habe ich, glaube ich, nicht so gut aufgepasst. Ich habe nämlich ein Bild doppelt, das habt ihr schon mal gesehen, ist aber nicht so schlimm. Das hebe ich dann mal noch auf und ich habe nochmal die zwei Aufbewahrungen, die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe. Aber Aufbewahrungen gehen sowieso immer. Tüte kann auf jeden Fall wieder weg. Leute, ich muss hier jedes Mal die Tüten aufsammeln wieder. Und ich habe echt richtig, richtig viel. Oh, und ich habe wieder ein personalisiertes Bild. Leute, ich freue mich. Und ich habe mir da ein Bild ausgesucht, was ich gerne vielleicht mit der Kleinen zusammen machen würde. Wir painten öfter mal jetzt in letzter Zeit zusammen. Ich habe da sowas entwickelt. Ich sammle ja die ganzen Steine, diese Reststeine, schmeiße die alle in eine Box. Natürlich rund und eckig getrennt, immerhin. Aber ich gebe alles in eine Box. Und dann haben wir ein Malbuch von ihr quasi genommen, wo sie schon was angemalt hatte. Und haben dann die verschiedenen angemalten Bereiche dann immer mit den jeweiligen Farben, alles was so ein bisschen Gelbtöne hat, dann da drauf geklebt, was sie gelb angemalt hatte, alles was so ein bisschen rot war mit so unterschiedlichen Rottönen. Das sah echt richtig cool aus, also als kleine Idee vielleicht, wenn euch das auch selbst Spaß machen würde oder vielleicht euren Kindern, wenn ihr nicht so genau wisst, was ihr mit den Reststeinen machen sollt. Das war immer so mein Problem, aber damit kann man es ein bisschen, klar, man hat immer noch viel übrig, aber damit kann man es auf jeden Fall ein bisschen, ja, nutzen. Kommen wir zu dem Haul, zu den Bildern. Zuerst mal habe ich wieder was geschenkt bekommen, so einen Rosenstift. Letztes Mal war der, glaube ich, lila, dieses Mal ist es eine rote Rose. Finde ich total süß, dass man halt eben einfach auch was geschenkt bekommt. Und dann habe ich zwei Aufbewahrungen wieder. Wie gesagt, da hat es sich was überschnitten. Ich glaube, ich habe nicht so gut aufgepasst. Da habe ich einmal die Transparente hier mit 28 Döschen und dann habe ich wieder diese Bunte hier mit 28 Döschen. Die habe ich letztes Mal auch weitergegeben und jetzt habe ich die wieder da. Ich finde die richtig schön, die Döschen kann man einzeln öffnen. Wie gesagt, habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Und dann habe ich einen Stift bestellt und ich freue mich sehr darüber. Den habe ich nämlich noch nicht. Das ist der hier in super schönem Hellblau. So sieht der aus. Ich finde den richtig schön mit dem marmorierten Weiß, ein bisschen transparent, Hellblau. Ich liebe ja sowieso am meisten so blaue Stifte. Ich finde den richtig schön. Verschiedene Aussätze waren noch mit drauf von diesen etwas dickeren. Und tatsächlich habe ich geübt und mit diesem Aufsatz hier komme ich sehr gut zurecht. Das ist, glaube ich, ein 5er oder 6er Aufsatz. Mit dem kleinen, mit dem 3er, da komme ich leider noch nicht so gut klar. Dann ist hier noch, da steht nichts drauf, noch ein größerer mit drauf. Den werde ich auch mal ausprobieren. Den Dreier, den mache ich mal zur Seite. Mit dem komme ich nicht klar. Und dann haben wir hier noch einen Schieber. Den finde ich auch praktisch. Werde ich auch behalten. Und dann kommen wir zu den Bildern. Bei den Bildern zeige ich euch erstmal die Bilder, die ich jetzt neu bestellt habe. Und am Ende zeige ich euch, welches Bild ich irgendwie versehentlich doppelt bestellt habe. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, weil das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Bild. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich darüber freut. Bild Nummer 1 ist das hier. Und ihr habt immer so einen Streifen mit bei den Bildern. Der liegt dann hier drauf, auf der Plastikfolie, also in der Plastikfolie. Dann könnt ihr immer sehen, welches Bild das gerade ist. Da müsst ihr nicht jedes Bild immer öffnen oder es euch draufschreiben. Das finde ich halt super gut. Schön innovativ auch von Q-Deals. 30x30. Ihr könnt euch den Namen drauf machen lassen. Müsst ihr aber nicht. Und ich habe mir halt ausgesucht, ihr habt es ja schon gesehen, den fand ich so süß. Ich liebe ja Füchse. Und das ist ein kleines Bild, 30x30. Es hat halt unfassbar viel Weiß. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Das ist es. Der Fuchs, ja, wie gesagt, sehr viel Weiß.
mal schauen, wann ich das mache. Aber ich fand es irgendwie total süß. Ist niedlich auf jeden Fall. Man könnte sich da auch vom Rand noch ein bisschen was wegschneiden, wenn man nicht so viel weiß machen möchte. Ginge auch. Habe ich auch schon öfter mal gesehen, dass das welche machen, aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Ich weiß es noch nicht. Es hat 17 Farben, runde Steine, Vorschaubild, dem 10 Nummern sind mit dran. Und da könnt ihr auch den Druck sehen. Sehr, sehr, sehr niedlich. Toolkit, es ist ein großes Toolkit mit dabei, mit viel Wachs, mit Pinzette, mit Zipbeuteln. Sehr, sehr schönes Schiffchen, das benutze ich am liebsten. Und ihr habt eine Papierlegende mit dabei, das heißt, ihr bräuchtet euch jetzt nicht extra was auf die Döschen notieren. Ihr könnt das einfach zurechtschneiden. Hier habt ihr ein Vorschaubild nochmal, das könnt ihr euch dann in eure Box, in die Aufbewahrung mit reinkleben. Das mache ich. Dann weiß ich zum Beispiel, welche Dose zu welchem Bild gehört und muss mir auch nichts extra notieren. Ja, es sind halt wieder diese kleinen Tütchen mit dabei. Das ist halt so bei Q-Deals. Ich denke, das könnte sich auch noch in nächster Zeit ändern. Die sind ja sehr innovativ, die arbeiten da dran. Und da habt ihr die kleinen Tütchen. Die Steine sehen mega gut aus. Viel weiß halt, ne? Ja, aber schön. Und runde Steine, da freue ich mich. Mega niedlich. Kommen wir zu Bild Nummer 2. Und auch das ist ein kleineres Bild. 30x30 mit runden Steinen. Toolkit ist wieder das hier. Schön. Ich zeige euch mal das Bild. Oh ja, das ist so cool irgendwie. Da bin ich gespannt, wie es rauskommt. Ob da die kleine Größe reicht. Das ist es. Es sieht schon in der Kamera verdammt gut aus, Leute. Oh, ist das so süß. Das sind doch Waschbären, oder? Die drei Waschbären-Kumpels hier mit den Tulpen. Hier ist noch ein Schmetterling. Die sitzen da so im Baum. Vorschaubild habt ihr. Legende mit den 10 Nummern. Super schöner Druck auch wieder. Das finde ich sehr, sehr süß. Man kann wirklich alles sehr gut erkennen. 20 Farben hat es. Mega niedlich. Ich werde natürlich alle Produkte verlinken. Und auch hier habt ihr ein richtig großes Vorschaubild. Papierlegende. Und die Steinchen wieder in den kleinen Beutelchen. Habe ich vorhin Zipbeutel gesagt? Nein, oder? Ja, auf jeden Fall in den kleinen Tütchen hier. Genau. Dann kommen wir... Ich habe ja noch das Personalisierte und ich habe noch ein großes Bild. Ich überlege. Ich zeige euch erstmal das Personalisierte. Das ist ein 30x40 Bild. Q-Deals hat da entschieden, wie groß die Größe sein soll. Und ich finde, die machen das auch echt gut. Ich habe noch nie was zu beschweren gehabt. Und es sieht wirklich auch sehr gut aus. Toolkit ist wieder das hier. Ist ein schönes Toolkit auf jeden Fall. Ich zeige euch zuerst mal die Steine. Das sind die Steine. Runde Steine. Ich hatte nicht angegeben, glaube ich, was für eine Steinvariante. Ich vergesse das tatsächlich, ehrlich gesagt, immer. Aber ich denke schon, dass das auch mit runden Steinen ein bisschen besser durchkommt, wenn ihr jetzt was hört. Die Kleine füttert den Hund mit dem Löffel. Egal. Ja. Das ist das Bild. Ein Cupcake. Hier unten sind so Streusel. Ein roter Cupcake. Also hier unten ist rot. Dann mit so Creme drauf. Ein bisschen Streusel. Und eine Geburtstagskerze. Im Hintergrund ist halt sehr, sehr viel blau. Aber das wurde auch gut gemacht. Das ist nicht immer nur die ein und selbe Farbe. Das, also hier
ist es schon die gleiche Farbe, aber hier ist es auch so ein bisschen mit Schattierung, mit zwei verschiedenen Blautönen. Genau. Ja, das Bild hatte ich mir ausgesucht. Ich fand das so schön und war mir natürlich dessen bewusst, dass halt im Hintergrund wirklich extrem viel Blau ist und die gleiche Farbe. Das ist ja normal nicht so meins. Aber das Bild hat mir gut gefallen. Ich finde das wirklich schön. Das wollte ich mit der Kleinen zusammen machen und da dachte ich, könnte man das eventuell einrahmen und verschenken oder man rahmt es ein und immer wenn irgendwie Geburtstag gefeiert wird, stellt man es auf oder so. Weiß noch nicht. So irgendwie habe ich es mir vorgestellt. Und genau, bis wir das zusammen gepaintet haben, ne, dauert es auch eine Weile. Also da hat man ein bisschen dran. Und ja, vielleicht kann man das dann einfach mal auch verschenken. Fand ich süß. Ein sehr süßes Bild. Gut umgesetzt. Kommen wir zum vorletzten Bild. Und das ist ein etwas größeres Bild, 50x40 mit eckigen Steinen. Und das Bild habe ich gesehen bei Annie vom Kanal Diamonds and Pictures. Sie hat das gezeigt und hat auch gezeigt, wie sie es painted und wie das dann aussah. Und ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig, aber man hat schon ein gutes Stück gesehen und das hat mir so unfassbar gut gefallen, dass ich es auch haben musste. Also vielen Dank, Anni, für den Tipp. Und ich bin gespannt. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich würde es am liebsten direkt abkitten. Das ist so ein richtiges Frühling-Sommerbild. Das macht gute Laune. Das hat schöne Farben. Ha, ich freue mich so. Und ich habe sie auch schon gesagt, dass ich es mir auch bestellt habe. Hat mir einfach total gut gefallen. Das hier sind die Farben, ihr könnt es schon sehen. Oh, richtig schöne Pastelltöne, bunt, alles vertreten, alles mit dabei. Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch nichts gesehen. Toolkit. Oh, ich freue mich total. Das ist es. Das ist dieser süße, bunte Drache. Der ist ja wirklich mega bunt, aber ich finde den richtig, richtig cool. Eckige Steine, das macht bestimmt mega Spaß. Hier im Hintergrund sind noch ein paar schöne Sachen, Blumen, so ein Peace-Zeichen. Oh, das sieht so cool aus. Hier ist das Vorschaubild. Wie gesagt, 50x40. Hier habt ihr eine ellenlange Legende. Ach, ist das schön, Leute. Ich denke, da kann man halt auch mega gut mit AB-Steinen arbeiten. Ich habe tatsächlich nur weiße, ich glaube weiße eckige AB-Steine, meine ich. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, oder? Und habe ein paar lilane noch. Ja, da müsste ich mal gucken. Das wäre cool, wenn es das in den Shops geben würde. Eckige und runde AB-Steine. Das wäre mega. Da würde ich einmal die komplette Palette, glaube ich, bestellen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich muss mal gucken. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar da. Da kann ich ein paar Akzente setzen. Ist auch schön, wenn die verwendet werden. Und dann ist es was Besonderes. Dann setzt man die noch mal ein bisschen bewusster ein. Aber ich freue mich so über das Bild. Ach, das macht mir mega Laune. Danke, Anni, für den Tipp. Es hat 39 Farben. Ach, der Wahnsinn, Leute. Ich werde es euch verlinken. Ich finde das so cool. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Bild, was ich halt versehentlich doppelt habe, aber es ist nicht so schlimm, es ist nämlich ein richtig cooles Bild. Auch hier ist wieder ein Toolkit mit am Start. Dann habt ihr hier wieder die Steinchen, natürlich auch wieder die Papierlegende. Das habt ihr immer dabei. Und dann zeige ich es euch mal, das hat auch eckige Steine. Ich habe es euch letztes Mal ja schon gezeigt und einigen hat es auch gut gefallen. Es hat 34 Farben.
Und es ist der Hobbit. Der Hobbit, der aus seinem Häuschen rausguckt in die schöne, schöne Landschaft. Wie gesagt, ich habe da irgendwie, weiß ich auch nicht, was ich da getrieben habe. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal da. Macht aber gar nichts. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und das werde ich mal noch aufheben. Finde ich sehr schön. Aber hatte ich halt schon mal gezeigt. Für alle, die das Video aber noch nicht gesehen hatten, haben es jetzt noch mal gesehen. Lohnt sich das Bild, ist echt cool. Und genau, das war's jetzt mit dem Video, mit dem Haul. Ich werde alles verlinken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.